Können wir nicht abspielen. Danke. Dies sind die Audioaufzeichnungen von Dr. Marisov. Hallo. Das ZMG hat funktioniert. Ja. Ich konnte den temporalen Zustand eines Objektes ändern. Ich bin froh, dass Dr. Demichev es gesehen hat. Er war ebenso stolz wie ich. Aber dann fragte er mich, wann ich mit den Tests an Menschen beginnen würde. Ich lehnte natürlich ab. Hoffentlich ist das jetzt beigelegt. Victor, das hätten Sie nicht tun dürfen. Autsch. Ich hatte schon intelligentere Ideen, ehrlich gesagt, aber gut, bitte. Bitte, Miederwumpe. Ihr kennt mich. So, auffüllen, 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 auffüllen. Wann hatte ich das letzte Mal Munitionsprobleme? Ich glaube, ich hatte im Spiel ein oder vielleicht allerhöchstens zweimal Munitionsprobleme. Das ist gruselig. Nee, das wollte ich eigentlich nicht, fuck. Ich wollte eigentlich... Ach, dann leck mich doch. Ich kann unendlich Fässer nehmen, das ist auch geil. Wo muss ich denn lang? Fangen wir doch mal so an. Also ich kann hier nichts machen. Okay, 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 okay. So, jetzt will ich hier hinter. Und hier hinten ist... eine Tür. Die ich ziemlich schnell geöffnet habe, wow. Klar. You can't change it. Sie können es nicht ändern. Boom, 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 boom. Fickt euch, ihr Schweine. Genau, richtig. Vollidiot. You can't change it. Wer schreibt diese Nachrichten? Das ist so das große Rätsel, was das Spiel jetzt noch interessant macht. Also was es zumindest für mich ziemlich interessant macht. Also ich würde schon gerne wissen, was zur Hölle jetzt hier abgeht. Ich glaube, Upgrade bringt gerade nicht, weil ich habe sowieso keine Punkte mehr. Es gibt auch viel zu viele Upgrade-Stationen, finde ich. Beschweren sieht anders aus, aber trotzdem. Naja, also. Könnten ruhig weniger sein. Von mir aus. Das sind die Audioaufzeichnungen von Dr. Marisov. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Dr. Demichev mir das ZMG immer noch abnehmen will. Also habe ich es in der E99-Höhle unterhalb des Labors versteckt. Strahlung des Mineralvorkommens dort wird die Energiesignatur des Gerätes überlagern. Was auch geschieht, Demichev darf meine Arbeit nicht in die Hände bekommen. Wick, 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 Wick. War, glaube ich, nicht deine beste Idee. Hier lang? Hier runter? Keine Ahnung. My name is Loni, bitches. What? Sie die ZMG-Station und kehren Sie so schnell es geht zum Singularitätsreaktor zurück. Ich bin jetzt dort. Warten Sie, bis Sie sie sehen, Rico. Nach all den Jahren ist sie immer noch voller Energie. Ich sitze hier gerade und denke mir so, what the fucking... Das Bild ist einfach zu episch. Es ist einfach nur... Also ehrlich. Also wow. Also was soll ich tun? Ich soll da wahrscheinlich runter. Kuriose Idee ist aber so, Loni, ne? Munition? Nee, einfach nur Beton. Hm. Komische Leuchtkristalle, okay. Ein Plan, den ich nicht mitnehmen kann. Ich dachte schon, es wäre so eine Bioformel oder wie heißt das Zeug? Irgendwie so. Diese Tür sieht gut aus. Diese Tür ist nicht benutzbar. Was soll ich hier machen? Warum? Warum gucke ich eigentlich nicht einfach mal? Es wäre so einfach. Es wäre... Wow! Leute, Leute, Leute! Ihr habt das falsch verstanden. Ich bin der Loni und ihr seid die Bitches. Und ihr werdet jetzt richtig durchgenudelt. Ich will's gar nicht... Ich will's nicht wissen. Nee. Es ist mir echt egal. Ich hoffe, euch ist es auch so egal, weil ich... Also, nee, wirklich nicht. Wirklich nicht. In welcher Zeit bin ich eigentlich?
Bin ich in dieser komischen Zwischenzeit oder habe ich dich gerade gefickt? Ich glaube schon, trotzdem. Was bin ich? Wo bin ich? Wer oder wo? Automatikkanone. Wer, was, warum und wo bin ich eigentlich? Ich glaube, das sind die zentralen Fragen, die sich jetzt hier, die man sich hier stellen sollte. So, warte, hier bin ich reingekommen, alles klar. Dann sieht das da hinten nach was Gutem aus. Und diese Tür, okay, die nicht. Ich bin bereit. Ein helles Licht. Es scheint und sagt mir, hey, das kannst du ja so auch nicht mehr essen, Leute. Der naive Wissenschaftler. Ein eigentlich ekelhaftes Klischee. Aber es ist eben so. Und nur wir können die Welt jetzt noch retten. Dies sind die Audioaufzeichnungen von Dr. Barisov. Es reicht. Heute erfuhr ich, dass Demichev plant, in mein Labor zu stürmen und sich das ZMG mit Gewalt zu nehmen. Ich habe alle Kollegen davor gewarnt, ihm dabei zu helfen. Ich will mir gar nicht erst vorstellen, was für verrückte Experimente er mit dem ZMG durchführen würde. Wenn du wüsstest. Vic, wenn du wüsstest. And welcome to the last upgrade. Also nehme ich jetzt mal an. Es wurde so episch angekündigt, dachte ich mir so, last upgrade vielleicht. Ganz ehrlich, blau sieht doch episch aus. Jetzt will ich, was ist es? Was hab ich bekommen? Das ZMG benötigt keine E99 Energien mehr und der Impulsschaden erhöht sich. What the fuck, Alter? Wow! Was zur Hölle? Wie geil ist das denn? Jetzt wird hier erstmal ordentlich durchgenudelt, oder was? Okay, wenn ich weiß, was ich tun soll. Korrektur. Ich habe das Gefühl, der Weg hier war optional. Weiß gar nicht, warum. Verstehe ich nicht. Naja, vielleicht hätte ich einfach zurückgehen sollen. Okay. Hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Auf was? Auf wow! Biu, 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 Leute! So sieht's nämlich aus! Komischer Anzugträger. Ich glaube, die RLS will ich gar nicht. Ich glaube, ich will meine Autogun behalten. Autogun. Autogun. Deutsch, Loni, Deutsch. Ich will sie trotzdem behalten. Die finde ich zu geil. Nein, warte, dich will ich und mega im. Aua. Ich hatte schon schlauere Momente, sagen wir es mal so. Aber ohne Energie aber ist es ja die krasseste OP-Waffe ever. Wo immer du herkommst, aber gut, bitte. Nein! Ach, ihr netten kleinen Phasenzecken. Oder Zeckenphasen, nennt sie ihr wollt. Beides für den Arsch. Na gut. Jawohl! Au, scheiße, falsche Waffe. Sorry, es war ein Witz. Ich wollte den Spaß machen. You don't understand the humor. Das fühlt sich jetzt übrigens. Es fühlt sich irgendwie total nach. Hier könnte gleich alles zu Ende sein an. Also schneller als mir lieb ist. Aus dem einfachen Grund, das hatte ich schon mal. Kotz mich noch voll, du Spasti. Ekelhaft. Wir sehen nicht auf einer Studentenparty, also. Nee, aber trotzdem, es kommt mir vor, beziehungsweise sagen wir so, das bei Prince of Persia The Forgotten Sands, kurz vor dem Endboss kam, na, wer weiß es noch? Richtig, der 227 Kilometer lange kreisrunde Aufstieg, wo man die alle ficken konnte.
diese 250 Millionen Monster. Und das fühlt sich halt genauso an. Was soll hier noch groß kommen? My name is Renko and I'm about to fuck you all. Warum ich nicht meinen Kronenimpuls nehme, weiß ich auch nicht, wenn er schon so OP ist. Ich will nicht wissen, wie sich das anfühlt, ehrlich gesagt. Ach so, du, naja, ich dachte schon. Ich dachte, du bist irgendwie wichtig oder so. Pff. Traurig. So, jetzt sprint doch mal, du Fettsack. Der Plan ist schlecht, aber er kann geändert werden. Ja, weiß ich. Apropos, wo ist denn unser Freund? Badisdorf. Das hat sich damit gerade erledigt, okay. Halten Sie Demichev auf. Zack. Wo ist die Granate? Und was zur Hölle geht hier ab? Na, wer hat Bock auf Fun? Ganz ehrlich? Ich bin's nicht. Warum krieg ich jetzt noch Waffen-Tech-Koffer? Ich find's ja nett vom Spiel, ja? Also vielleicht kommt da noch irgendwas, was... Keine Ahnung, was noch kommen soll. Was ich jetzt einfach nicht voraussehe, ja? Sagen wir's mal so. Vielleicht kommt ja noch irgendwas, was ich nicht voraussehe. Überraschende Spielwendung und ich darf nochmal von vorne. Hat man ja auch schon. Prince of Persia, Sands of Time. 70% vom Spiel. Denkst, hast du es geschafft? Fuck am Arsch. Weil du zu dumm warst. Problem hier ist, du hast irgendwie nur eine Chance. Ansonsten kannst du einpacken. Aua. Wer, wo und warum? Munition. Alter. OP ist ja gar kein Ausdruck mehr für dieses Spiel hier. 7770. Jawohl. Jetzt kann ich auch meine Munition bedenkenlos auffüllen, weil, ganz ehrlich. Ach so, nee, ich sollte vielleicht auch Q drücken. Krasse Idee, ich weiß. Passt eigentlich voll nicht zu mir. Okay. Warte. Was, wenn das hier geschehen soll? Oh, wow. Das ist eine Gänsehautfrage. Das ist eine ziemlich gute Frage. Was ist, wenn wir jetzt vielleicht zum 10., 15., zum 200.000. Mal durchlaufen? Immer die gleiche Geschichte. Und immer geht alles schief. Wer kann uns sagen, dass es nicht so ist? Die Frage war wirklich gut. Wow. Das war eine krasse Atmosphärenfrage jetzt. Oder Atmosphärennotiz, oder nennen wie es willst. Ja, super. Wo muss ich jetzt lang? Wo komme ich denn her? Komme ich hierher? Problem, die Gänge sehen absolut identisch aus. Okay, muss ich halt darüber, bitte. Das war jetzt verwirrend. Ich bin noch in einen anderen Gang. Also ich bin doch schon noch da und auf einmal war ich in einer anderen Richtung gestanden. Oh, Renko, du fettes Alter. Das geht überhaupt nicht, wie dick. Ey, dicke Kumpels kann niemand trennen. So, stirb. Hier ist mein OP-Impuls, Bitches. So sieht sie nämlich aus. Hallo. Also, ich hab immer noch die Theorie, entweder ich war es selber. Entweder ich habe es selber geschrieben hier. Also, diese ganzen Notizdinger. Oder es war Dr. Barisov. Wie auch immer er es gemacht haben soll. Aber vielleicht war es ja ich. Vielleicht spiele ich das wirklich nicht zum ersten Mal. Das wäre das krasseste Ende überhaupt. Ich würde dieses Spiel übertrieben hypen, wenn das Ende wäre. Jawohl. Pass mal auf. Fetter Impuls for the wind, Bitch.